3, 2, 1. So, jetzt geht's los hier. Oh, okay. Ich habe ein bisschen zu früh Inka gezogen. Manchmal sind die Leute dann immer so, hier, ich drücke schon bei 2 oder so. Deswegen, ja, ziehe ich es dann teilweise einen Ticken früher. Ach, hier hätte ich aufmounten können. Ich glaube, alle Mobs wollen wir. Also, ich hätte eigentlich gesagt, wir ziehen alle zusammen, ne? Aber es ist halt Necrotic. Deswegen, ja. Wenn ich dann halt. Oh fuck, der hat mich richtig reingekickt. Hast gesehen? Kickt er mich genau in die Blume rein. Das kann man auch interrupten, sehe ich gerade. Schauen wir mal, wie viel Damage wir haben. Ob wir da ordentlich hinkommen. So. Hier werde ich jetzt halt ordentlich stacken. Da muss ich jetzt mal. Ach komm, er startet mit Pains ab. Warum? Das war. Nachher brauche ich solche CDs, wenn ich hochgesteckt bin. Obwohl ich habe erst. Hä, warum habe ich so wenig Stacks? Casten die Mobs alle? Ich glaube, das sind sehr, sehr viele Caster, ne? Das kommt mir natürlich bei Necrotic entgegen. Sonst mag ich es nicht so gern, wenn es viele Caster-Mobs sind. Schlichtweg, weil du bei vielen Caster-Mobs halt die Problematik hast, dass ich da tendenziell mehr Damage bekomme, ne? Ich sag overall 17 Tode. Okay, da halte ich dagegen. Also ich glaube, es sind weniger als 17 Tode. Aber mal abwarten, ne? Die müssen wir zurückziehen. Hier kommt nämlich der eine Mob. Bei Necrotic, du spielst lieber ein bisschen vorsichtig, ne? Komm, Junge, wenn ich die Mobs zurückziehe, dann hat das einen Grund. Dann muss der Magier da oben stehen bleiben. Ihn pull ich runter. Das spielen wir nicht da oben. Ich weiß, ich mache das jetzt ein bisschen übervorsichtig, ne? Aber die Erfahrung hat mir gezeigt, dass das tatsächlich sinniger ist. Den hier runterzuziehen auf der großen Fläche, wenn du oben addest, ist immer Kacke. Und ich muss vor allem auf die Prozente achten. Hat mir vielleicht einer eine Weak-Aura zufällig, die irgendwie groß die Prozente anzeigt, irgendwie so eine Warnung, dö, es ist gleich hier. Sowas bräuchte ich, weil ohne Scheiß bis jetzt, ne? Ich hab's das ein oder andere Mal schon verkackt. Heute lief's bis jetzt gut, ne? Also. Ach so, schau mal, er kann hier das Zeug aktivieren, will er mir damit sagen. Ja gut, Leute, wie soll ich denn die da hinziehen? Ich habe halt nur Mondfeuer, ne? Ich habe kein Schild wie ein Paladin, wo ich alle. Ich hätte eigentlich in die Mobs reinlaufen sollen, einmal hitten und dann herlaufen, ne? Aber das sind halt alles Caster. Okay, ja, ganz schön. Es ist halt gut, ne? Ich stack halt null hoch, weil es alles Caster-Mobs sind. Da drin werde ich halt ordentlich stacken, ne? Da muss ich halt aufpassen, dass ich nicht so viel ziehe. Schauen wir mal, ob jetzt hier bei den Fallen die Leute rippen, ne? Da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wie es bei den Fallen aussieht. Also bis jetzt haben wir null Tode. Mal gucken. Ob deine 17. Du spielst ohne WA. Fuck, jetzt bin ich auch noch hängen geblieben. Na, na. Ach, der hat seinen Ventierport benutzt. Sind alle durchgekommen, ohne dass er weg. Da ist einer tot! Junge! Immer das Gleiche hier. Da verrecken immer Leute. Einfach mal wer abgeraucht. Komm, wir pullen jetzt hier schon mal ein paar zurück, während die einen retzen. Bis die da sind, mache ich hier die zwei. Dann können wir wenigstens ein bisschen was. Sowas. Ja gut, während der Ini werde ich es jetzt schlecht reinladen können. Okay, wir brauchen ja richtig lange, um die Mobs zu killen. Ich weiß nicht, ob ich da große Pulse machen sollte. Bin mir nicht so ganz sicher. Okay, wir probieren jetzt was. Wir versuchen jetzt fünf Mobs, ne? Das ist jetzt, wir tasten uns mal ran. Ah, fuck. Warum ist der jetzt da in die Unsichtbaren noch reingelaufen? Ja, das ist jetzt RIP. Das ist jetzt RIP. Ich will fünf Mobs pullen.
Und der Kollege denkt sich, naja, gut, ich hol mal was noch was dazu. Ich habe zum Glück Inka an, ne? Ich überlebe das gerade nur, weil mein Schild noch auf 20.000 ist. Fuck, den darf ich jetzt nicht adden. Fuck, der hat mich jetzt nochmal gehittet. Ach, der Pride haut mich nicht hoch? Ach, der Pride stackt mich nicht. Habt ihr gesehen? Pride hat mich nicht hochgestackt. Interessant. Oder war das jetzt einfach nur Luck? Er hat mich, glaube ich, zweimal Melee gehittet und Necrotic ist nicht gestackt. Das wäre natürlich sehr schön von Blizzard, wenn sie das gemacht haben, dass Pride einen nicht stackt, ne? Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Jetzt, ich hab... Junge, warum musst du da stehen? Warum pullt er? Er ist ein fucking Heiler und pullt hier die Mobs ran und ich habe eh schon ewig viele. Wir haben fucking Necrotic. Ich weiß, hier kannst du im Normalfall die ganze Scheiße zusammenpullen. Aber wenn ich Necrotic hochgesteckt bin, ist halt einfach ätzend. Ja, jetzt muss ich laufen. Ich habe halt schon 92% weniger Heilung. Keine Ahnung. Lass mich doch bitte einfach pullen. Keine Ahnung, ich hasse das bei Necrotic. Müssen ein paar Störche pullen. Was die hier machen. Ah nein, die... Oh, fuck it. Jetzt haben wir ein Problem. Die wollte ich nicht nur alle haben. Ich muss jetzt laufen, aber ich habe nicht die Akku von allen. Vor allem, ich habe auch noch den anderen Stack, ne, dass ich da einen Haufen mehr kriege. Aber ich habe nicht die Aggro. Das ist jetzt halt übelst Kacke. Der eine wird von dem Ding gehauen. Was 1-0 für die Türkei? Schaust du Fußball oder was? Okay, das ging jetzt einigermaßen gut. Aber die Störche, die stacken mich natürlich schon ordentlich. Vor allem der Debuff, der haut dann auch irgendwann richtig rein. So, jetzt gehe ich hier lang. Hier sind nämlich noch so kleine. Haben wir die geedit? Ah, fuck, habe ich den... Wie bin ich denn jetzt auf den großen gekommen? Oh boy. Das war jetzt nicht gut. Komm, ich ziehe Inka. Ding ist abgelaufen dadurch. Okay, der 4. Jetzt haben wir, glaube ich, zu viel Trash. Eigentlich wollte den großen wollte ich nicht pullen, ne? Das war nicht geplant. Ich bin irgendwie auf den gekommen und dann habe ich ihn gemondfeuert. Aber ich habe gar keinen Mondfeuer gedrückt eigentlich. Ach, oh, wir haben Pride. Das habe ich geplant. Welchen Server? Ich spiele auf Antonidas. Also das war nicht geplant, aber es war jetzt okay. Das sah jetzt fast so aus, ob ich es geplant hätte, ne? Dass ich den da hinziehe. Jetzt bin ich mir halt nicht ganz sicher mit den Prozenten. Wir haben jetzt nicht so viele Störche gemacht, wie ich letztes Mal gekillt habe, dafür den großen, ne? Ich glaube, man muss ein bisschen über 50% sein, wenn man hier rausläuft, dass man hinkommt. So Pi mal Daumen. Also wir könnten eigentlich viel mehr zusammenpullen, ne? Aber ich habe halt keinen Bock wieder zu stacken bis zum geht nicht mehr. Vor allem ohne Inka. Ach. Ich war nicht aus dem Combat raus. Das war nicht gut. Ich denke die jetzt noch kurz mal ein bisschen hoch, dann knock ich sie weg. Okay, jetzt knock ich sie weg. Lass mal fix auslaufen. Okay, jetzt geht wieder was. Oh, wir haben kleine gepult. Darfst du nicht in die Ecke reinrennen? Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Trash. Bin ex
extra hier auf den Weg gelaufen und der andere muss hier in die Grünanlagen rennen. Jetzt muss ich sie nochmal wegkicken. Stirb, du scheiß Viech. Okay, die sind weit genug weg. Können wir ein bisschen drauf lasern. Okay, passt. Also jetzt haben wir definitiv genug Trash weggemacht. Ich glaube, jetzt haben wir sogar ein bisschen overcapped. Bin am Überlegen. Eigentlich kann ich die jetzt noch ranpullen. Komm, scheiß drauf. Ich habe jetzt dann gleich wieder Inka ready. Stacks. Komm, ich hau jetzt mit Inka, ziehe ich da jetzt nur durch. Ich laufe jetzt diesmal nicht weg. Okay, jetzt hat keine Heilung mehr, ne? Aber ist egal, mein Absorbschild ist drauf. Eigentlich sollte das Absorbschild auch nicht durchgehen, ne? Aber irgendwie kriege ich trotzdem Heilung durch mein Absorbschild. Also mein Absorb steckt sich. Wait, schreibt der eine. Was? Will er recken oder was? Go, go, go. Er hat sich ja nicht mehr hingesetzt. Was schreibt der Wait? Dann reckt er nicht. Und dann macht er hier. Macht die hier Welle. Schauen wir mal, welches der DH nimmt. Links oder rechts? Haben wir die Bombe? Den Boss habe ich immer noch nicht so 100% geblickt. Ne? Ich muss halt hochgehen, wenn hier die Explo ist. Aber erst kurz davor. Jetzt zum Beispiel. Ich krieg hier schon, also das ist eigentlich für ein komischer Stack, den ich da drauf hab. Krieg immer mehr. Kann es sein, immer wenn ich move, krieg ich den drauf? Nee. Keine Ahnung. Krieg immer mehr Arkanschaden. Wollen wir mal hier. Zieh den da mal ein bisschen raus. Ach, da war jetzt natürlich hier. Ich flip halt jetzt bald, ne? Wenn das so weitergeht. Ich habe jetzt halt keine CDs mehr. Oh fuck, der Heiler ist gestorben. Fuck it. In mir ist das Ding gespawnt. Das war jetzt aber richtig Pech. Aber hat keine Eigenheilung mehr. Jetzt ist der Heiler schon wieder tot. Was machen denn die da? Wie konnte denn der Heiler jetzt zweimal rippen? Und der andere DD auch nochmal. Ich hab nichts mehr, was ich mich irgendwie heilen kann. Alter. Ja, jetzt sterbe ich halt auch noch. Alter. Was war denn das für ein Kack? Gut, hier, ne? Auf 12 habe ich den noch nicht gemacht und auch noch nicht auf Boss-Buff. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr Damage rein. Aber das war jetzt nicht geil. Ich glaube, mit deinen 17 Toten kommst du ganz gut hin, ne? Wenn es nicht sogar mehr wären. Jetzt haben wir schon 6 Stück nach dem ersten Boss. Kann es sein, dass mein Geist irgendwie ein bisschen langsamer ist mit der Katzengestalt? Müssen wir nochmal durch den Kack da durch. Warte mal, sind die jetzt ausgeschaltet oder hittet das immer noch? Scheint aus. Gut, wir haben jetzt 53%. Das müsste eigentlich reichen. Ich glaube, so um die 50%, wenn du hast, dann bist du eigentlich gut. Dann müsste es eigentlich passen, meine ich. Draußen hast du ja auch nochmal einiges an Trash. Sind natürlich die ganzen schönen Buffs weg, ne? Auch mein schönes Food, was ich mir extra reingehauen habe. Gut, jetzt muss ich mal hier gucken. Kommen die hinten rum, die kleinen Mobs? Ich mach erstmal die Putt.
Inka hat irgendwie nicht gezündet. Inka Fehlzündung. Okay, also die werden... Okay, die nocken ein bisschen. Das machen wir lieber nicht. Oh fuck, der Große kommt. Kann, denke ich mal, abstecken, wenn er seinen Cast macht. Ich roar mal für alle. Hier, wenn der Cast... Okay, ist abgesteckt, passt. Fuck, wie hat das denn den Heiler aus dem Leben geschossen? Ist der da drin stehen geblieben oder wie? Oder war das nur der E? Ja, super, jetzt haben wir halt den Pride hier und kein Heiler da. Zieh den mal ein bisschen in die Ecke. Also, will jetzt nicht sagen, aber irgendwie scheint mir der Heiler der Schwachpunkt hier zu sein. Ah, ich wollte extra rauslaufen. Ah, ich bleib stehen, das müsste passen. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht auf den Counter geguckt mit dem Pride, ne? Das war jetzt Zufall, dass der gut kam. Ich kann den Wut-Effekt runternehmen, ne? Wenn ich mal nicht so ein schlechter Druid-Tank wäre, dann hätte ich mir das gebindet, aber das erzähle ich schon seit einer Woche oder so. Dass ich mir das mal binden will. Nein, 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 nein. Du machst immer nur die höchste Ebene. Es funktioniert so. Du kriegst im Torghast, ne? Kriegst du pro Ebene eine bestimmte Anzahl an Soul Ash, ne? Du kriegst aber in der... Zum Beispiel, du kriegst du in der ersten Ebene... Das sind jetzt fiktive Werte, weil ich nicht weiß, wie viel es ist. In der ersten Ebene kriegst du 50. In der zweiten kriegst du auch nochmal 50, ne? Und wenn du dann aber nur die zweite machst, dann kriegst du quasi die 50 von der ersten und die 50 von der zweiten, ne? Und wenn du dann nur die dritte machst, kriegst du dreimal 50 im Endeffekt. Ich glaube, das deckt zwar immer höher, also es wird immer mehr. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nur Ebene 8 machst, kriegst du tutti kompletti alles. Also du kannst quasi, was ich mache, ist 2x 8, ne? Also beide Dinge auf 8 und das war's. Mehr musst du nicht machen. Das Einzige, für was es das halt bringt, ist, wenn du irgendwelche Anhänger zum Beispiel farmst und die in deinem einen 8er Run, weil die halt random dabei sind, nicht droppen, ne? Ach, okay, das... Ach, dann kannst du, aber das Hundchen geht nicht. What the hell? Hütet euch. Kann ich da stehen bleiben? Ja, mit meinem Absorb-Ding kann ich da stehen bleiben. Heilung, ja gut, 19 Stacks habe ich. Hütet euch. Jetzt habe ich keinen Absorb mehr, jetzt muss ich sie wegkicken. Hier, den ziehe ich in den Gang rein. Hütet euch. Das sind auch so Tricks, das wusste ich am Anfang auch nicht, ne? Du musst ihn in den Gang reinziehen, dann kannst du ihn hier LOSen und so ein Spaß, ne? Das sind so Sachen, die lernst du halt mit den Runs. Du machst es halt falsch, dann wirst du halt von irgendwem angepflaumt und dann merkst du es dir, ne? Da wurde ich auch angepflaumt, hey, zieh den doch in den Gang rein, dann hin und her, ist wesentlich einfacher. Dachte ich mir, ja gut, ist was dran, machen wir das doch mal. Machen wir das doch mal. Die knocken wir dahinter, dann können die nämlich da hinten explodieren. Der Mage, der burstet teilweise ziemlich krass. Schau ich, dass ich den auch gleich rausziehe.
Hier ist Shadow, ich grüß dich. Also bis jetzt ist der Counter bei 7. Was hast du gesagt? 17, ne? Oh, also so langsam, wenn ich so die Heal-Leistung aussehe, glaube ich, dass du vielleicht doch recht haben könntest, ne? Weil wir sind ja jetzt erst noch relativ am Anfang. Erst relativ am Anfang tatsächlich. Aber mal schauen. Irgendwann hört auch das Zeug hier auf, ne? Dann. Ich brauche halt mal unbedingt eine bessere Waffe, ne? Also ich merke halt teilweise mit der Aggro, wenn der Feuermage übelst reinburstet oder der DH mal ordentlich am Ausrasten ist, da muss ich dann teilweise schon immer noch schnell einen Spot draufhauen, ne? Ah, fuck. Okay, jetzt ziehe ich auf jeden Fall einen Pride, Inka. Hier, mach die ein Ding. Ich wollte eigentlich Ding. Ah, das ist jetzt nicht gut, die stehen da alle. Ja, das ist halt. Die haben sich da halt verteilt, nicht? Ne? Geh halt hoch, dann krieg ich den Mage, sondern ich den Priest gekriegt. Muss ich doch noch mal rein inkern. Dann tun wir uns mal selber ein bisschen hochziehen. Aber ist das ein Diszi, der Heiler? Oder? Du, ich bin so ein bisschen Weekly Stuff gerade am machen. Im Moment halt M Plus, ne? Das ist jetzt die dritte M Plus, die ich lauf. Ist jetzt auch heute habe ich jetzt. Das ist jetzt der dritte 12er Key, den ich mache. Ja, genau deswegen. Wartest du da? So kriegst du deine Tode auch hoch. Da sind wir schon bei 8, ne? Da sind wir schon bei 8. Hat's noch einen erwischt? Ja, es hat noch einen zerbreselt. Jetzt musst du wieder komplett ranlaufen. Das ist hier richtig ätzend. Wenn du da stirbst, ist richtig dumm. Ja, also ich will jetzt. Junge, was ist. Achso. Ich will Diszis nichts böse, aber ich spiele am ungernsten mit Diszis. Muss ich ehrlich sagen, so wie es ist. Diszi Heiler und ich, das ist irgendwie. Meistens läuft es mit Diszis nicht so gut. Einfach so von der Art der Heilung, die, wenn ich mal low bin, die kriegen mich nicht mehr hochgezogen. Gut, mittlerweile ist ein bisschen besser, ne? Einfach weil der Druid Tank jetzt auch ganz gute Heilung hat, eigentlich, muss ich sagen, ne? Auch mit vielen anderen Faktoren, die ich jetzt habe, so mit den Soulbind-Geschichten habe ich so Backup-Sachen, die eigentlich ganz gut sind. Achso, hier muss ich mich reinstellen. Da wird man dann. Hier den Boss, ne? Muss ich ehrlich sagen. So hundertprozentig habe ich ihn auch noch nicht gecheckt. Hier muss dann einer raus und die Bombe anklicken, wenn die Bombe kommt. Beziehungsweise du musst dich halt in die Strahlen reinstellen und halt ausweichen, aber. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn einer zu viele Stacks kriegt. Vielleicht kennt ihr das noch. Warte. Vielleicht kennt ihr das noch in dieser einen Instanz im. Also die Cutter-Instanz mit. Wie heißt denn die? Hier im Blackrock. Da gab es den. Ist das der. Nee, das ist der zweite Boss. Jetzt habe ich meine beiden Heilungen raus und ich werde nicht hochgezogen. Jetzt muss ich eine Wall ziehen. Ich bräuchte einfach Heilungen jetzt. Ja, super, jetzt hat er mich betäubt, der DH, weil er nicht rausgelaufen ist. Junge. Das ist beim Diszi immer so. Du tickst immer low, du tickst immer low und dann passiert irgendwie nichts, ne? Hütet euch. Weiß ich nicht, kommt jetzt noch was oder nicht? Jetzt zieh ich mal meine. Super, und jetzt hat er mich hochgezogen, wo ich meine Eigenheilung ziehe. Ich finde, bei einem Pala oder bei einem Shami, du bist Hütet viel. euch. Also, solange er kann, zieht er dich halt hoch. Beim Diszi bist du irgendwie dann irgendwann an so einem Punkt, wo da nichts mehr kommt und dann denkst du so, ja, machen wir jetzt noch was oder eher nicht oder. Vielleicht oder. Komm, ich ziehe jetzt mal nochmal hier. Kampf ist zwar jetzt nicht mehr lang, aber machen wir jetzt mal Safety first. Prinzipiell finde ich so Schilde sowas schon immer eine gute Sache, aber.
Zum Glück mit Inka kann ich mir jetzt selber mein Schild hochziehen. Ich habe halt die Hälfte von der Heilung von dem Diszi, ne, tatsächlich. Ich bin eigentlich ein bisschen mehr offensiv und also ich spiele nicht mit der Heilaffinity, ne? Könnte dann auch noch mit der Heilaffinity spielen, dann hätte ich aber die Dings nicht. Dann hätte ich hier den Typhoon nicht und ich mag den Typhoon tatsächlich. Gut, ich glaube mit der Heal-Affinity hätte ich dafür Ursas Vortex, ne? Müssen wir mal gucken, wie lange der Abklingzeit hat. Ach, das sieht man jetzt hier nicht, ne? Weiß das einer so aus dem Handgelenk, Ursas Vortex? Was hat der so eine Abklingzeit? Ist das auch so? Ich würde jetzt mal schätzen, 45 Sekunden oder 2 Minuten, irgendwie sowas hätte ich geschätzt. Und Typhoon hat da 30 Sekunden, das finde ich halt super stark, ne? Ist halt ein Mass-Interrupt, du kannst bei Necrotic die Mobs wegkicken und wegkommen, beziehungsweise auch so, wenn du low tickst. Also ich finde, Typhoon ist eine sehr starke Angelegenheit. Warte mal, ist das ein Pack? Jetzt sollte ich mal auf den Heiler warten. Ich glaube, das ist ein Pack, ne? Ja, das ist scheiße, das ist ein Pack. Ich habe keine Inka. Das war so eine schlechte Entscheidung. Inka, Hütet euch. Inka am Ende von dem Boss noch zu ziehen. Bei dem Pack wäre es richtig wichtig gewesen. Wir sind jetzt einfach ein bisschen weg. Jetzt ziehen wir hier die Dingsformung. Hütet euch. Manchmal reicht es halt einfach, die Mobs wegzukicken von einem, in der Ecke zu gehen. Und sich selber zu heilen oder jetzt hier diese Formung zu ziehen. Dann bin ich halt schon wieder safe, ne? Ah, mir hat einer gepostet. Eine Minute. Okay, das ist gut zu wissen. Danke, danke dir. Hier, das, die Mobs hier sind die krassen tatsächlich. Das letzte Mal, wo ich im Dings drin war, hier in der Instanz, haben wir hier auf den Sack gekriegt. Und zwar richtig auf den Sack. Gut, da war Trash-Buff, ne? Dafür war es nur ein 10er. Die müssen jetzt wahrscheinlich ähnlich hart sein. Ach, scheiße, die musste interrupten, sonst... Kacke, wir müssen nach hinten da... Ah, fuck it. Jetzt haben wir richtig Spaß. Will jetzt nicht Inka ziehen, das ziehe ich dann für den nächsten. Ah, fuck it, was ist denn das? Okay, ja, da haben wir richtig Spaß. Was habe ich denn? 15 Stacks, das passt. Gut, dass ich jetzt Inka gespart habe. Das lief jetzt nicht gut, aber... Okay. Inka für die nächste... Ja, komm, ich ziehe Inka für die nächste. Und für die letzte muss ich dann halt alles andere aufbewahren. Jetzt halt nur 3. Hütet euch. Bin am Überlegen. Eigentlich könnte ich die schon ins nächste reinziehen. Oder sind wir da zu übermütig? Ich stack lieber ab. Komm, wir machen es safe. Wir machen jetzt hier keine Spirenzchen. Machen wir es safe. Das sind sogar noch 2 Gruppen, ne? Hier kamen die Geister. Richtig. Ah, warte mal, wir haben aber. Ah, fuck, den einen haben wir jetzt da rausgekickt. Fuck, jetzt haben wir einen Pride. Na, der ist auch noch groß geworden. Ich bin gestunt, jetzt kann ich den nicht abspotten. Ah, der verfolgt eh. Das ist jetzt nicht gut. Ja, wir haben halt zu viele Mobs gemacht, ne? Wir haben den Drachen, der war zu viel.
Jetzt haben wir halt eine Gruppe quasi zu viel gemacht. Den Pride hätten wir halt gut für den Boss brauchen können. Das war halt jetzt kacke. Hütet euch. Ich musste die jetzt einmal knocken. Lief denn der hin? Macht ja hier eine Weltreise, der Kollege. Muss nochmal eine Wolke. Komm, ich muss weglaufen, das hilft alles nix. Wir machen hier hinten eine Formung. Bis dahin läuft der Stack aus. Okay, passt. Schau mal, ich habe nämlich auf dem Mob jetzt das gemacht, dann kriege ich nämlich noch Buffs. Eigentlich sollte ich das viel öfter machen. Das ist eigentlich ziemlich dumm, dass ich mir die Buffs nie hole. Eigentlich ziemlich dumm tatsächlich. Es wäre halt so gut, wenn wir Pride und HT für den Boss hier hätten, ne? Ich glaube aber, die Schlangen, die kann ich hier eh nicht. Die kann ich eh nicht tanken. Jetzt haben wir halt für den Endboss HT, ne? Aber ich ahne schon, dass beim Endboss, das wird halt wieder... Meistens geht's beim Endboss hier in bergab, ne? Endboss ist halt der mit Abstand schwierigste Boss hier in der Instanz. Wir haben jetzt nur 8 Minuten. Drin ist es definitiv noch. Boss steht halt jetzt da übelst kacke in der Grütze drin. Jetzt sind wir eingegrützt. Und den kannst du da leider nicht rausmoven. Bis jetzt muss ich sagen, haut er noch nicht so sehr rein, ne? Also das geht klar. Okay, der Master, der war Gold. Der war Gold hier. Jetzt haben wir die alle auf einer Stelle gekillt. Das war richtig gut. Der Master von dem DH, habt ihr den gesehen? Der ist reingerusht, reingestunt. Eine schöne Sache. Also wenn wir den Endboss nicht verkacken, dann... jetzt habe ich aber hier Damage gekriegt. Nicht so schlecht. Jetzt habe ich aber auch wieder eine Wall ready. Bugskin können wir jetzt auch nochmal ziehen. Für den Endboss brauche ich halt eigentlich meine Dev-CDs. Du hattest ja gesagt, 17 Tode, ne, sind's. Im Moment haben wir 8, ja. Aber wenn wir jetzt halt beim Endboss... gescheit verkacken, dann kommt's vielleicht noch so weit. Ich habe gesagt, dass ich vorne rechts reingehe. Endboss ist halt meistens, läuft das halt hier nicht gut, ne? Oh, der mit Boss-Buff. Das wird halt richtig ätzend. 3, 2, 1. Hütet euch. Hütet euch. Okay, jetzt aus der Melee-Range raus, aus der Melee-Range raus. DH, du Gammler. Du Gammler. Der haut so rein, der Boss, ne? Ich bin mit Inka am Absorb-Schild und am Active Mitigation einfach nur am Spammen. Und ich krieg halt trotzdem hart auf den Sack.
Das überlebe ich nicht lang, das kannst du knicken. Hütet euch. Bin halt jetzt schon raus am rausknallen ohne. Schon einer tot. Hütet euch. Der Heiler kriegt das halt auch nicht gegengeheilt. Also wir müssen jetzt eigentlich in der einen Phase das hinkriegen. Noch eine Phase überleben wir halt nicht. Ich habe jetzt halt Inka und alles gezogen, was geht. Das Ding müssen wir auch klicken, ne? Also ich hoffe, dass sie sich gut verteilt haben. Ich hoff's, dass wir alle gekillt haben. Ich weiß es jetzt nicht, aber noch eine Phase. Wir kriegen da zu viel Damage. Aber ich glaube, wir haben. Oh ja, wir haben, glaube ich, gut runtergenatzt. 10% oder so musst du hinspielen, okay. Muss ich ein bisschen mich mittiger stellen. Muss einfach voll defensiv. Hütet euch. Hütet euch. Okay, jetzt kommt das Meistersding. Fuck, ich muss rüber. Raw. Mittlerweile habe ich es gecheckt, wie ich hier moven muss, ne? Hütet mittlerweile. Euch. Das meine ich, der Heiler bringt mich halt nicht mehr voll. Jetzt ziehen wir mal einen Überlebensinstinkt. Hütet euch. Fuck, ich muss rüber. Oh. Lauf. Andere Seite. Kurze Beinchen. Hütet euch. Weiß nicht, will ich jetzt meinen Charge Trinket benutzen? Und meine Heilung. Ich habe nur eine Wall. Und dann ist... Halt, ich hab Inka wieder. Gut. Wie lange haben wir denn noch? 2 Minuten irgendwas. Auf 10% musst du ihn hitten, ne? Jetzt macht er nochmal seinen Shit. Nice. Haben wir das In-Time hingekriegt? Nice. 12er In-Time. Sehr schön. Für mich eine große Sache. Noch 9 Tode. Nee, du hast nicht gewonnen. Der eine kriegt einen... der ist richtig stark. Der ist richtig stark mit Sockel. Ich habe Schultern bekommen. Gleich mal den anderen fragen, ob er den Ring braucht. Die ist mit... Okay, ich krieg erstmal ein Disconnect. Ah, warte mal, ich könnte die Schultern, die sind tatsächlich. Mal gucken. Can't trade, okay. Gut, das war doch ein schöner Run. Freut mich. Das jetzt müsste mein Score auch ein bisschen erhöhen. Wunderbar, das können wir auch so hochladen, ne?